Hallo, ich bin Ulrich. Es geht um den Europa-Fernwanderweg E2 GR5 in den Vogesen von Meseral nach Thann. 43 Kilometer und die Gliederung sieht so aus, dass wir jetzt erstmal zwei, drei ungewohnte Sachen hier haben, über die Anreise berichten und dann auch in die Kategorie einsteigen mit dem Finger auf der Karte. Und dass wir dann auch gucken, ein paar Impressionen habe ich mitgebracht, aber insgesamt war es back to the roots, back to basic. Ich habe nur wenig Impressionen von der ganzen Tour mit. Ich hatte einen Ausfall, Handy war aus, Kamera lief nicht, Navigationsgerät lief nicht, also es war wirklich ja, noch schlimmer als auf meiner ersten Wanderung. So, wo sitze ich jetzt hier? Warum höre ich mich so blechdosenmäßig an? Gut, das hat jetzt sehr persönliche Gründe, die muss ich hier nicht breittreten. Ich sitze im Homeoffice von meinem Vater. Der Knabe ist etwas über 80, ja, und ich rede gerade mit dem Mikrofon der Webcam. Ja, ich würde sagen, ist nicht mehr mein schlechtestes Mikrofon, aber ja, das Beste ist es natürlich auch nicht. Und entsprechend muss das gerade jetzt mal alles irgendwie laufen. Ich will das jetzt sprechen, wo ich es noch frisch im Kopf habe, wo ich auch ein paar Tage drüber geschlafen habe. So, die Enttäuschung. Das war eine 43-Kilometer-Tour, die 3 Tage in Anspruch nimmt. 3 Tage. Also, ich bin fertig mit der Welt. Du trittst auf der Stelle, aber gut, was soll's. Man muss irgendwo damit leben. Und hier funktioniert der Mausfolger schon wieder nicht. Ach, was ist denn dann wieder für eine. Ja, es kann hier heute noch einiges an Pannen passieren. Hintergrund ist der eine oder andere sieht ja, dass ich mit Linux arbeite, mit Ubuntu. Und Ubuntu hat gerade mit den AMD-Grafikkarten Riesenprobleme. Ja, die stellen den Treiber um. Das ist gerechtfertigt. Ja, ewig mit den alten Dingern aus den 80er Jahren zu arbeiten, das war der X11-Treiber. Aber du brauchst halt noch Rechner mit Nvidia-Karten, die noch mit dem X11-Treiber laufen, weil da funktioniert's. Aber es funktioniert auch nicht alles. Ich denke nicht, dass es eine Verschlimmbesserung ist für die Leute, die es dann interessiert. Aber dennoch muss ich momentan mich halt mit Rechnern, darum sitze ich auch hier im Homeoffice von ja, einem über 80-jährigen Herrn, weil da ist noch eine Nvidia-Karte drin, die noch funktioniert. Die AMD-Karten funktionieren im Moment alle nicht. Sie funktionieren schon, wenn es dann ums Rendern geht. So, ich bin also angereist am Montag. Und hier ist dieses Achern. Das passt immer ganz gut mit dem Tanken. Und das hat sich also bewährt. So, und dann brauchte ich ja einen Schlafplatz für die Nacht. Und den habe ich dann, ich musste dann hier erstmal weiter geradeaus, weil dieser Parkplatz, der hier eingezeichnet ist, ne, da, der ist gesperrt. Ja, Tante Google weiß auch nicht alles. Also ich meine, es ist schon mal richtiger als diese Navis und stand dann hier auf diesem Parkplatz geradeaus weiter. Was willst du sonst machen? Ja, und die Nacht mit polnischen Sprintern. Also der Parkplatz steht voll mit polnischen Sprintern. So, am nächsten Morgen war dann die Frage, was machst du jetzt? Ja, umdrehen und dann hier wieder zurück. Und hier in Frankreich, ich weiß nicht, ich habe mich hier verfahren, verfahren, verfahren. Aber bin dann trotzdem, ich habe so vom Eindruck her, ich bin hier hinten, glaube ich, rumgefahren. Glaube ich, wie gesagt. So. Und mein Ziel war dann hier Vieux-Dan, was allerdings mein Navi wieder mal nicht kannte. Da ist ein Parkplatz. Und da stand ich dann hier auf der Ecke, da habe ich dann geparkt. Und jetzt war ja die SNCF, die sind ja am Streiken. So, und dann ging das los. Das war ja das Risiko. Wie komme ich denn jetzt überhaupt nach Meseral? Und zwar kam dann um 5:33 Uhr ein Zug, den ich aber irgendwie nicht buchen konnte. Ich hatte irgendeine Fahrkarte gekauft und ja, ich wollte euch das, ich dachte, in Meseral sei ich dann alleine und könnte euch mal diese komischen französischen Fahrkartenautomaten zeigen. Die kann man auch auf Deutsch umstellen, ja, aber das ist eine sehr, sehr halbherzige Übersetzung. Also es nützt einem nur wenig. So.
Aber um 5.33 Uhr kam dann ein Zug, wo drin stand in der SNCF-App nicht buchbar. Ich weiß nicht, ich habe für 7,80 Euro irgendwie eine Fahrkarte gekauft oder 7,70 Euro. Aber die war ein abenteuerlicher Zug. Die Straßen wurden immer kleiner und immer enger. Das war in Mühlhausen zum Schluss eine Straßenbahn. Aber gut, in Deutschland gibt es ja auch diese merkwürdigen Projekte, dass die meinen, die müssen die Straßenbahn auf Bundesbahngleisen fahren lassen. Ja, wie auch immer. So, in Mühlhausen gehen die, hatte ich dann eine Stunde Aufenthalt. Ja, 40 Minuten, diese üblichen 55, 40 Minuten, wenn wieder mal der Anschluss nicht passt. Gut, dann ging es hier weiter nach Colmar. Da war ich ja auch schon mal in Colmar. Und Ende vom Lied, ich war wieder, ich denke, du hast hier bloß 10 Minuten zum Umsteigen. Nein, ich hatte wieder eine Dreiviertelstunde zum Umsteigen. Also irgendwas stimmte da auch wieder nicht. So, und dann gab es auch wieder nur einen Zug, der den ganzen Tag gefahren ist, hier nach Meserei. Und den habe ich erwischt. Und das war ein Schulzug, also voll mit Schülern. Die stiegen aber hier unten in Munster irgendwo, stiegen die aus und dann war der Zug auch leer. In Meserei waren wir dann noch zu dritt, die ausstiegen. Wobei die beiden anderen mir noch ziemlich auf den Wecker gehen sollten. Weil ich dachte eigentlich, ich könnte da, ich weiß nicht, was die da wollten. Die sind aus dem Zug ausgestiegen und haben sich aber vom Bahnhof nicht wegbewegt. Ich dachte auch, die würden dann irgendwie eine Wanderung oder irgendwie sowas da machen. Nee. Und dann standen die mit scharrenden Füßen hinter mir, während ich eigentlich den Automaten da mal erklären und abfilmen wollte. Ja, wie das dann immer so ist. So, ja. Waymarket Trails. Jetzt muss man mal gucken, wo bin ich denn hier überhaupt? Basel, da ist Colmar. So, und dann sieht man hier die Bahnlinie über Munster. Da ist Munster, wo die Schüler alle ausgestiegen sind. Und hier hinten ist Meserei. Ja, wie gesagt, der Mausfolger funktioniert hier gerade nicht. So, da war ich ja schon mal und bin dann auch hier, habe das dann auch alles wiedergefunden. Jetzt hatte ich keine vernünftigen Karten mit. Aber wenn man einen Weg zweimal geht, vor allen Dingen in die gleiche Richtung, das war bis hierhin, war ja klar, das habe ich dieses Mal auch alles gefunden. Jetzt war ja die Frage, gehe ich hier nach Mittlach oder gehe ich hier vielleicht her? Oder gehe ich doch wieder diesen ganzen Weg hier oben hoch? Ich dachte ja, ich hätte Zeit genug bis hier oben hin. Ja, Leute, Pfeife, das ist 43 Kilometer. Da denke ich, du brauchst, wenn es hochkommt, anderthalb Tage. Du könntest vielleicht auch sogar noch überlegen, vergesse nicht den Busfahrer, der mich von Schloss Linderhof abgeholt hat, auf dem E4. Der mir wörtlich sagte, die Rechnung hast du aber ohne den Wegewart gemacht, mein Junge. der kannte die Spielchen, der wusste, was los war. So, gut, jetzt geht's los. Hier oben der Einstieg in den Weg und dann, das ist ein sehr schöner Weg, was hier eingezeichnet ist. Ich dachte allerdings immer, der würde oben irgendwie auf dem Gipfel oder irgendwo laufen oder auf dem Grat. Nein, der geht hier immer an diesem Bach entlang. Du kannst dich da auch eigentlich nirgendwo verlaufen und jetzt kommt wieder das, ich muss ja immer irgendwas zu nölen haben. Solange wie ich nölen kann, bin ich glücklich. Ne? Wie ich immer sage, IVV-Wandertag. Solange wie die Wanderer meckern und motzen, ist alles gut. Wenn sie allerdings zufrieden werden, dann hast du was falsch gemacht als Veranstalter. So, der ist nur sehr spärlich ausgeflaggt, aber du kannst dich da auch eigentlich nirgendwo verlaufen. An solchen Stellen, wo du dich verlaufen könntest, stehen dann auch Markierungen. Ne, hier zum Beispiel kann ich mir entsinnen, so, ja, und dann, es hatte geregnet, es hat den ganzen Tag geregnet und dann hatte ich hier im Mittlach die erste Parkbank, nämlich die Bushaltestelle. Ja, es sollte noch eine zweite Parkbank kommen. Aber das war es dann auch bis zur Übernachtung. Bis zum Col du Ballon war es das dann auch an Parkbänken. Zwei öffentliche Parkbänke. Zwei Sitzgelegenheiten. Auf 30 Kilometer. Ja. Reden wir gleich noch drüber. Komm, ja. So, bis dahin hat es geschüttet wie aus Eimern. Ich habe dann auch festgestellt, ja, ein Taschenofen ist schön, dass du den mit hast, aber mit dem Feuerzeug kriegst du den nicht an. Darum habe ich dann auf dem Rückweg auch in Köln bei Globetrotter mal Halt gemacht und mir erstmal einen Gaskartuschenkocher besorgt.
Na, den muss ich auch mal jetzt mal auspacken. Habe ich auch noch nicht zugekommen. Und mal gucken, wo ich die Kartuschen überhaupt herkriege. Habe ich auch keine Ahnung. Im Baumarkt, wo man die zu kaufen kriegt. An Campingplätzen, erzählte der Verkäufer immer. Aber dann bin ich mal auf dem Campingplatz, der dann auch noch auf hat. Da kommen wir gleich noch zu. So, ja, und als ich dann den Rucksack und so weiter alles eingehörte, ist natürlich auf zu regnen. Klar. So, dann geht's hier durchs Dorf weiter. Hier geht's dann ordentlich den Berg hoch. Ja, dieser Weg ist nicht überflaggt, kann man nicht behaupten. Da, wo man sich verlaufen kann, steht aber auch ein Schild. Aber unterwegs bist du halt immer darauf angewiesen, in dem Glauben noch zu sein, es ist alles richtig. Diesen Weg bin ich hier lang, und zwar stand ich hier an dieser Ecke und da war eben genau keine Markierung. So. Beziehungsweise war sie hier, also dieses Stück, wie es hier eingezeichnet ist, ist so nicht gemeint, hier unten rum. So, hier sieht man diese Markierungen hier hochlaufen. So, dann komme ich hier oben hin und an dieser Ecke ist die zweite Parkbank. Die zweite und die letzte. So. Und hier oben steht aber auch eine Markierung auf dieser Ecke, die genau diese 180-Grad-Kehre dann auch beschreibt. Ja, ja. Irgendeine Politiker hatte kürzlich eine 380-Kehre oder eine 370-Grad-Kehre. Ja, gut, könnte mir aber auch passieren. Also hier stimmt irgendwie wieder mal Ausflaggung und Eintragung in die Datenbank stimmen wieder mal nicht überein. Wobei man jetzt auch da wieder sagen muss, ja, wer sich das mal durchgelesen hat bei Waymarket Trails, es ist sehr, sehr schwierig mit diesen OSM-Karten zu arbeiten. Und die Anweisungen, die da stehen, die sind nicht immer logisch. Da brauchte er auch erstmal eine Anweisung, wo wirklich drin steht, erstens Computer einschalten, großer grauer Knopf drücken. Habe ich mich an anderer Stelle schon mal drüber lustig gemacht, ja. So, ja, und dann geht es hier oben weiter hoch. Hier kommen dann auch Schneefelder so allmählich dazu. Und hier geht es dann über die freie Pläne. Wobei ich sagen muss, auch da stand ich, wie soll es denn hier jetzt weitergehen? Ich bin ja seit Ewigkeiten am Überlegen, ein Fernglas mal anzuschaffen. Da hätte ich es vielleicht gebraucht. Du stehst dann also hier und siehst da oben irgendwo so einen Stab in der Mitte der Wiese stehen. Ich denke, wieso steht da? Ist das ein Zaun? Das kannst du ja auch so nicht erkennen. Nee, ist kein Zaun. Den hat der Wegewarter wohl hingestellt und da war nämlich auch eine Markierung drauf. So, genauso diese Ecke, die ist auch völlig auf der freien Pläne. So, ich habe wohl überlegt, hier zu diesem Dings hier zu gehen. Kam da aber irgendwie nicht wirklich hin. So, wollte ich dann aber auch nicht. Es war am Stürmen und am Hageln und hier oben über die freie Pläne zu laufen, geht aber alles. So, läuft. Hier musste dann eigentlich auch nur immer einen Fuß von anderen setzen. Fing dann da oben auch noch an zu schreien, zu schneien. So, reden wir mal über dieses Refugium hier. Wäre jetzt mal schön, wenn der Maus... das ist dann auch, war auch da, aber diese ganzen Refugiums, die haben alle geschlossen. Alle. Und ich dachte ja, das ist zumindest da, das wäre mal eine Idee. Ich meine, die bauen sonst... Wir hatten ja diese eine Wanderung, wer sich noch erinnert, bei Bar da oben, alle 1000 Meter eine Hütte. Alle 1000 Meter eine Hütte. Auf 10 Kilometer 10 Hütten, ja 5. Und hier hast du auf 30 Kilometer nicht mal eine Bank. Ja, da merkt man dann dran, auch das sind Vereine und wahrscheinlich ist es so wie immer, wenn einer da ist, der sich drum kümmert. Und wenn die Hütten, die brauchen dann ja auch einen Hüttenwart, der sich auch drum kümmert. Aber an so einem Refugium, warum ist es so schwer, da irgendwie so eine Art Hütte dran zu machen, so einen öffentlichen Raum dran zu bauen? Hier hinten waren auch noch Abstellflächen. Das seht ihr dann aber gleich bei den Impressionen, das habe ich noch gefilmt. Weil ich mich, da habe ich mich also nicht reingetraut. Es war auch noch nicht dunkel, ich denke, du kannst auch noch weiter.
Ja, so, und dann läuft man hier auch weiter. Wie gesagt, zeitweise ist der Weg mitunter auch ein bisschen überflackt, dass du wirklich, also es gibt wirklich Stellen auf diesem Weg, wo an jedem dritten Baum eine Markierung hängt, und dann gibt es wieder Stellen, wo wirklich nur eine Markierung hängt, wo du abbiegen musst. Ich habe mit beiden so mein Problem. Ein Mittelmaß wäre mal ganz gut. Das habe ich aber schon so oft gesagt, ne? Einfach mal so ein Mittelmaß. Es muss nicht an jedem dritten Baum eine Markierung hängen. An jedem zehnten tut es auch. Aber wenn du nur Markierungen aufhängst, wo du abbiegen musst, dann hast du halt immer noch dieses Risiko, dass du eine Abbiegung verpenst. Und gerade ich mir als Hans gucke in die Luft, oder beziehungsweise ich gucke eigentlich eher mit, wie heißt denn dieser Film noch? Das Supertalent? Der Superhirn mit Alain Delon. Der hat doch einen schweren Kopf, weil er so intelligent ist. Der fällt ihm dann immer zur Seite. So, und bei mir hängt der Kopf halt immer irgendwie nach unten, anstatt dass ich nach oben gucke. Und dann renne ich auch schon mal an den Markierungen vorbei. Und auch auf IVV-Wanderungen wurde ich schon mal zurückgepfiffen. Ey, wo willst du hin? Da ist unser Weg. Ja, so, aber ja, ein Mittelmaß irgendwo. Zeitweise auf einigen Stellen hängt an jedem dritten Baum eine Markierung. Da kannst du also wirklich vom einen Baum nachts laufen und den nächsten anstrahlen. Und du siehst immer, wo du auch nachts im Dunkeln noch lang musst mit der Stirnlampe. Ist eigentlich super gemacht, aber ist ein bisschen zu viel. So, und diese Dinger, wo du halt bloß an solchen Wegeabzweigungen was hast, das ist halt zu wenig, weil du, und dann gerade hier, da machen sich die Wegewarte, die spärlich ausflaggen, halt eben auch nicht die Arbeit. Weil es denen ist ja egal, ob da. So, und da kommt dann mal ein IVV-Denken, ja, weiß ich, ob die Kontrolle jetzt da hängt oder ob sie da hängt. Nein, wahrscheinlich beim IVV würden wir die Kontrolle da hängen, weil auch unsere Wegewarte sind relativ bequem. Die hängen die Kontrollen immer dahin, wo sie gut mit dem Auto hinkommen. So. Und wo die Wanderer gerne faul sind und gerne mal abkürzen, da hängen sie die auch immer gerne hin. Aber das ist meistens dann so angelegt, ja. So, geht weiter, ist dann im Weiteren auch ein recht unspektakulärer Weg. So, es wird dunkel, so langsam kommen wir hier hin, und in dieses Gebäude hier, das war taghell erleuchtet. Mal eben sicherheitshalber gehen, dass der Screenrecorder auch noch mitläuft, ja. So, das war taghell erleuchtet, und hier gab es auch noch ein paar Bänke, auch geschützt. Ich habe wirklich mit mir gerungen, legst du dich jetzt da einfach hin auf die Veranda. Ist natürlich eine private Veranda, da hing auch eine Webcam oder so. Ich war kurz wirklich davor. Hier auf diesem riesen Parkplatz, da waren auch noch Hütten. Noch eine Leergut-Hütte war da. Auch da hätte man sich reinlegen können, wären Possibilities gewesen. Und dann geht es hier weiter, hier rüber. Hier stand ich dann da drin, weil ich nachts dann hier die Abzweigung nicht gefunden habe. Ging aber alles. So, dann hier weiter längs der Straße. Alles kein Problem. So, irgendwo hier. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, wo ganz genau. Das muss aber auch irgendwo hier in diesem Bogen gewesen sein. Hing ernsthaft ein Schild im Wald, oder an so einem Wiesenzaun, wo man drüber klettern kann. Wandern verboten, Ausnahme GR5. Ja, wer soll sich da dran halten? So, ja. Es war am Schneien, am Schneien, am Schneien, und im Dunkeln. Du musst dann da als Erster durch. Hier geht es dann auch noch die Berge hoch. Über die Straße. Ich meine wohl, mich da dunkel erinnern zu können. So, da. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich an dieses Gebäude irgendeine Erinnerung hätte. Dass da irgendwas war, irgendwas, wo ich gesucht hätte, noch unterzukommen. So, jetzt suche ich da.
Und zwar übernachtet habe ich irgendwo auf diesem Weg, da denke ich, da ist ein Holzhaufen und da legst du dich jetzt hinter. Etwa 23 Uhr, Viertel nach 11, 23.15 Uhr. Und ich denke, scheiß jetzt drauf. Je später das wird, desto weiter senkst du ja deine Ansprüche an den Schlafplatz. Und Zelt aufbauen, denke ich, geht sowieso nicht, weil da muss ich mir auch nochmal drum kümmern, Geodäsit. Bräuchte ich da vielleicht mal, ich muss ja mein Zelt verankern an theoretisch, weiß ich gerade gar nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ich glaube mit 8 Heringen muss das verankert werden. Selbst wenn man da Zugeständnisse macht, an so einem Holzhaufen hätte man vielleicht auch noch irgendwie einen Tarp bauen können und ich kenne die Videos alle, ja. Wobei, wenn ich mir die angucke, da machen sich ja andere YouTuber ja auch drüber lustig, dass man dann das Zelt aufbauen zum Selbstzweck macht. Und ich wollte eigentlich nur noch schlafen. Ich war groggy und K.O. Ja, 5.33 Uhr war der erste Zug gefahren. Den hatte ich ja genommen. War auch der erste und der letzte. Einen Zug später, dann hätte es nicht geklappt. Dann hätte ich einen Plan B gebraucht. Da wäre ich dann vielleicht auf den E1 gefahren. Der ist dann ja nicht so weit weg. Da Titisee Neustadt irgendwo. Hätte man dann gucken müssen. Ich hätte im Computer, im Auto ja alles dabei. Ne? Ja. So, ja, und dann, ich denke, scheiß Isomatte raus, Schlafsack im Biwaksack, Schuhe ausziehen, Gore-Tex-Jacke ausziehen, das ist auch wichtig, weil in den Gore-Tex-Jacken friert man dann auch nachts. Das ist also besser. Und es war auch so eiskalt, ich habe also im Schlafsack wirklich den Kragen auch wieder mal zugehabt. Der Schlafsack ist auch alt, aber er funktioniert immer noch. Er ist für minus 8 Grad mal gewesen, aber es hat ja geschneit. Schnee heißt ja immer, dass es nicht so eiskalt eigentlich ist. So, das war der erste Tag. Ich habe dann da gelegen und ich wüsste auch nicht, aber man merkt das auch nicht, ob dann nachts einer vorbeikommt. Solange wie einen da nicht irgendein Weidmann hochscheucht, und das hatte ich ja schon mal in Österreich, dass ich dann nachts angestrahlt worden bin, das auch gemerkt habe, aber... wahrscheinlich war das der Weidmann, der auf dem Hochsitz saß, der gar nicht so weit weg war. Aber hier, ich wüsste nicht, dass da irgendwas passiert ist. Am nächsten Morgen, es wären dann ja auch Fußspuren da gewesen im frischen Schnee und so weiter, war aber alles nicht. So, dann starten wir hier jetzt mal, also hier ist jetzt auch der Col du Ballon. Col du Ballon heißt, da steht eine Radaranlage oben drauf. Jetzt wird es nochmal eine Nummer witziger, weil bis dahin hat das GPS-Gerät ja noch funktioniert. Da waren am nächsten Morgen waren aber dann die Batterien im GPS-Gerät leer. Das Handy hatte ich über Nacht an die Powerbank, die hatte ich im Schlafsack und das Handy hat die Powerbank leergesogen. Und Handy hat auch nicht durchgehalten bis zum Auto wieder. Also es war zum Schluss wirklich wie bei den ersten Anfängen, so wandern ohne jede Technik, hat auch was. Ob ich es nun dauerhaft... so machen würden wollen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hallo, ich bin Ulrich und ich bin jetzt noch zu Hause und mache mich jetzt auf den Weg nach Frankreich auf den GR5E2. Das Ziel der heutigen Tour ist, erst will ich jetzt mal nach Aachen zum Autohof, bis dahin reicht eine Tankfüllung, vorher muss ich auch noch tanken. Dann geht es weiter auf den Parkplatz, das habe ich mir auch schon aufgeschrieben, wo ich die Nacht überbringen will. Das ist dann so 30, 40 Kilometer Vortan. Und dann soll es morgen früh um 5.30 Uhr oder so soll der Zug fahren oder 5.10 Uhr. Ja, ich habe die Fahrplanauskunft ja dabei. Soll der Zug dann fahren, ich glaube Tann, Mühlhausen, Colmar, Meserall und dann will ich zurücklaufen. Das sind nur 43 Kilometer. Ich gehe davon aus, dass ich Dienstag laufe, Mittwoch eventuell, dann da und dann am Donnerstag, Freitag vielleicht noch laufe, Samstag zurück. Aber muss ich gucken, dann hätte ich nämlich, wäre ich sofort bis Bassevet fertig. Also steht aber alles irgendwo in den Sternen. Gut, wir fahren nach Frankreich. Wir gucken erstmal, ob die Frankreich-Ausrüstung denn da ist. Einmal Mautbox, nicht so wichtig. Und Alkoholtest, auch nicht so wichtig. Ich weiß nicht, seit wie viele Jahren ich jetzt nach Frankreich fahre, wenigstens seit 2007. Ich bin noch nie kontrolliert worden. Oh gut, das ist das erste Mal auch noch früh genug. Gut, das, was wir auch noch brauchen, ist für Frankreich die violette Plakette, haben wir auch hier. Das Zeichen ist ja mit das Wichtigste, aber in Frankreich brauchen wir auch das da.
So, was brauchen wir noch? Das ist noch nicht alles. Wir brauchen noch ein Reservelampenset. Ob das wirklich, da streiten sich die Geister. Ah, guck mal. In einem ordentlich geführten Saustall geht nichts verloren. Ach ja, dazu. Es kommen wir bei dem bösen Buchhändler mit dem bösen A. Da kommen immer wieder die Fragen, was sind da für Bieren drin? Die Frage ist obligatorisch, weil das ist reiner Statist. Brauchst du sowieso nie. So, musst du nur dabei haben, wenn die Polizei danach fragt, die französische Polizei. Dann kommt immer wieder die Frage, brauche ich jetzt H1 oder H4? Kann man nicht sagen. Könnt ihr nur zum Auto gehen und gucken? Eventuell weiß eure Werkstatt das. Weil das kann sein, dass die Autos, die montags vom Band laufen, mit H4 laufen und dienstags verbauen sie H1. Das weißt du wirklich nicht. Also bei alten Autos würde ich eher zu H4 tendieren und bei neuen eher zu H1. Da kannst du aber auch nicht drauf an. In letzter Konsequenz musst du hin und gucken. Dann können wir ja jetzt losfahren. Mal sehen, wo wir heute landen. Ich bin jetzt so ungefähr da, wo ich hin wollte. Also da, wo ich eigentlich hin wollte, der Parkplatz war gesperrt. Gut, unterwegs habe ich noch einmal nur angehalten. Ich sollte 16.30 Uhr, hat das Navi gesagt, sei ich hier. Jetzt ist es 21.50 Uhr. Also zum Mond können sie fliegen, selbstfahrende Autos wollen sie bauen, aber wir scheitern an einem funktionierenden Navigationssystem. Ne? So, der Parkplatz, wo ich hin wollte, war gesperrt. Bin ich also erstmal geradeaus weitergefahren. Und jetzt ist hier wieder was erzählenswert. Hier um mich herum stehen polnische Sprinter. Ungelogen. 1, 2, Moment. Astwa, Tri, Czterje, Piat, Szest, Siem, Wosiem, Deviat, Desiat, Adinazat. Also, wen 11, die ich sehe, 12. Die ich sehe, ohne dass ich aussteigen muss oder mich irgendwie großartig verrenken muss. Nur ein polnischer Sprinter neben dem anderen. Ist auch nicht wahr. Ja, wirklich nicht wahr. Was machen die alle? Faszinierend. Guten Morgen. Heute ist der 14.03.2023. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wo ich bin. Ich weiß wohl, dass ich jetzt gleich auf die Autobahn und erstmal drehen muss, weil ich in die verkehrte Richtung stehe. 6 Uhr soll der Zug fahren, weil Streiks sind, ob der dann auch wirklich fährt, ob das mit der Fahrkarte funktioniert, da bin ich erstmal gespannt. Ich bin momentan nicht sicher, hier soll um 5.33 Uhr ein Zug fahren. Der ist aber irgendwie nicht buchbar. Weiß ich nicht, was passiert. Vor allen Dingen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Mühlhausen festsitze, dann auch hoch. Ja, ich bin zumindest jetzt nicht mehr der Einzigste. So, ein zweiter. Ja, und wir gucken einfach mal, was passiert. Ein bisschen Risiko müssen wir halt mal eingehen. Das hier sind wieder die alten französischen Automaten. Da kann ich keine Fahrkarte dran kaufen. Das geht nicht. Es wird spannend. Die Schranken sind runtergegangen. Und da kommt auch schon ein Zug. Jetzt bin ich in Mühlhausen. Und der Zug nach Colmar soll auch fahren. Das ist wohl auch ein internationaler Zug, weil der kommt von Basel. Aber nichts Genaues weiß ich nicht. Spannend wird es dann, ob der Zug nach Meseral dann weiterfährt oder ob ich dann in Colmar festsitze. Aber bis jetzt läuft das ja recht gut. Ich habe sogar irgendwie geschafft, einen Kaffee hier zu kriegen. Und dann gucken wir mal, was in Colmar passiert, wenn das planmäßig läuft, wenn ich dort nicht großartig filmen kann. Ja, und Meseral freuen wir uns dann drauf, wenn es dann klappt. Ich bin ja schon am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch besser auf ein E1 gefahren wäre. Weil das ist dann ja, wenn das jetzt weiter planmäßig läuft. Ach ja, die S-Bahn. Das war so eine Stadtbahn, die da fuhr, die aber auch auf Bundesbahngleisen, auf SNCF-Gleisen läuft. Darum konnte ich den wahrscheinlich auch nicht buchen. Ich habe auch die falsche Fahrkarte. Ich habe irgendwie 7,70 Euro jetzt bezahlt in Tann, um nach Meseral zu kommen. Und dann denke ich, guck's hier nochmal neu. Und allein die Fahrkarte von Mühlhausen nach Meseral sollte 13,80 Euro kosten. Also da habe ich gerade wohl auch was falsch gemacht. Aber naja. Ich bin aus Verzweiflung in Onville auch schon mal komplett ohne Fahrkarte gefahren, weil es gar keinen Fahrkartenautomaten gab. Haben wir auch schon gehabt. Nee, und die Schienen wurden immer kleiner und kleiner. Und irgendwann fuhren wir mitten auf der Straße. Dann war das eine richtige Straßenbahn. Ja. Und jedes Mal, wenn er sagt, ja, wir fahren nach Gare Central, als wenn der Nachbar seine SMS kriegte. So hörte sich das an. Und gelacht habe ich am Platz der Republik. Da spielt er eine richtige Fanfare. Frankreich.
Ja, Grand Nation. Ich bin in Colmar und ich habe gerade wieder irgendwas falsch gemacht. Ich gucke so, 7.34 Uhr Ankunft in Colmar. Es ist jetzt 7.07 Uhr. Ich habe irgendwas wieder falsch gemacht, weil ich denke, du hast nur 10 Minuten Zeit zum Umsteigen, du musst dich jetzt beeilen. Dann gucke ich, 7.47 Uhr fährt erst der Zug und es ist 7.07 Uhr. Schon wieder 40. Ich bin irgendwie wieder mit dem verkehrten Zug gefahren. Ja, vielleicht erklärt sich so, warum das einmal 7,70 Euro für die Gesamtstrecke gekostet hat und dann für die Teilstrecke. Für die Teilstrecke jetzt nur 13,80 Euro. Aber noch eine dritte Fahrkarte kaufe ich jetzt heute nicht. Irgendwie werde ich mich jetzt hier behelfen. Ich muss noch ein bisschen jetzt. Ich wundere mich nur gerade. Aber der scheint auch 7.47 Uhr, der scheint auch zu fahren bis 8.25 Uhr. Ihr werdet es nicht für möglich halten, wo ich bin. Ich bin in Meserei wieder mal. Das zweite Mal. Ja. Und was noch unmöglich ist. Es waren doch noch zwei Leute mit mir im Zug. So. Das ist jetzt hier so ein komischer französischer Automat, wo man hier drehen muss und drücken. So, und normalerweise kann der da oben auch Deutsch, Retour, jetzt müsste ich den da auf Deutsch umstellen können. So, drücken Sie die grüne Taste. So, und dann kommt hier zurück zur letzten Seite. Welchen Tarif möchten Sie? Und dann kommt dieses, was ich hier nicht verstehe. Avec Card Primo, das ist dann alles irgendwie auf Ausländisch. So, und hier bist du halt am Rätseln. So, und da habe ich dann den seinerzeit genommen. Ja. Bis hierhin waren das jetzt 763 Kilometer. Es ist 8.33 Uhr. Ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 72 Kilometer. Und wir sind 479 Meter über Normal Null. 10 Stunden war ich in Bewegung, 4 Stunden Pause. Ja gut, das stimmt ja sowieso alles nicht. So, ich stelle das jetzt auf Null. Ich bin hier, wie gesagt, nicht ganz alleine. Das ist immer so ein bisschen für YouTube schlecht. Aber die streiken ja auch, dass ich bis hierhin wirklich problemlos durchkomme. Hätte ich so nicht gedacht. 8.37 Uhr. Gare de Meserei. Ich gehe jetzt mal gucken. Ein bisschen diesig. So, ich habe gerade gesehen, ich habe keinen Track mit auf dem Gerät. Ich muss also gucken, dass ich mich jetzt zunächst mal erinnere, beim letzten Mal, also gut vor einem Jahr, gelaufen bin. Und dann hoffen wir mal, dass der Weg vernünftig ausgeflaggt ist. So, ja, nein, ich habe es noch auf dem Handy, habe ich ja Waymarked Trails mit. Aber irgendwie, ja, ist das immer so eine Sache, wie ich schon mal gesagt habe, den E-Trex, eigentlich müsste ich mal einen neuen wieder kaufen, der dann vielleicht auch speichertechnisch ein bisschen weiter ist als dieser. Naja. Oh, hier ist doch noch ordentlich Verkehr. Ja. Ja, der Schnitt kann jetzt, der Schwenk, ein bisschen holprig sein, weil die Grünen lassen grüßen, ich muss halt Kennzeichen rausnehmen. Dann immer die Frage als Hobby-YouTuber, ob wie viel Arbeit man sich damit macht. Naja, kommt mir aber alles bekannt vor. Es ist 9 Uhr und das passt, das sind vom Bahnhof hierher 1,77 Kilometer. Und irgendwo hier, ich werde jetzt gleich, das habe ich jetzt für mich überlegt, den gleichen Weg wieder zu gehen wie beim letzten Mal, um den Weg anzusteigen. Aber man kann auch irgendwie, das steht auf der Karte so drauf, entweder
dann da unten, glaube ich, auf der Straße laufen. Wir schwenken mal eben. Sofern das hier mit den ganzen Autos geht, kann ein bisschen holprig werden wegen Schnitt. So, da unten auf der, da geht's nach Mittlach. Und irgendwie biegt auch hier. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das beim letzten Mal schon gesucht. Ich weiß, dass ich dumm bin, ja. Aber könnt ihr mir gerne auch nochmal zusätzlich in die Kommentare schreiben. Irgendwo muss hier eine Abzweigung sein. So backbordmäßig, die dann ebenfalls nach Mittlach geht. So, und da kommt ja gleich auch noch dieses schöne Viadukt, dieser schöne Tunnel. Ja, ich bin ja jetzt hier zum Wandern, von daher habe ich eigentlich auch vor, die Schlenker dann auch mitzumachen. Das kann, von der Logik her muss das diese Stelle sein, dass es da geradeaus nach Mittlach geht und dass wir jetzt hier gleich Usine de Steinerbrück. Ja. Das kann hier sein. Fischbordell, ja, das ist richtig. Honeck 3 Stunden, aber wieso ist. Ja, also ich würde vermuten, dass es da jetzt nach Mittlach geht, eigentlich der kürzere Weg in den Weg. Und dass, wenn wir den Weg möglichst komplett genießen wollen, jetzt hier hoch müssen. Ja. Hier habe ich beim letzten Mal auch schon gestanden. Kommt gleich wieder, es müssen noch mehr Stellen kommen. Auch das ist auf der, das ist der Weg, glaube ich, der auch nach Mittlach führt, von hier unten runter. Und dann geht es da unten irgendwie rüber und an so einer Säule vorbei, so steht das auf der Karte. Ich wüsste nicht, wo ich hier sonst sein sollte, von der ganzen Orientierung her. Ich wäre mal zu gespannt, ob die Baumstämme da beim letzten Mal auch schon gelegen haben, wenn die hier wieder verrotten lassen. Es ist 10 Uhr und das ist die Lieblingsstelle, von der ich erzählt habe und wo ich auch letztes Mal schon gestanden bin. So, wir sind übrigens jetzt hier auf 724 Metern. Ja.
Ja. So. Ist wieder am Plästern. Ich war zwischenzeitlich was mal ruhig. Da dachte ich, jetzt kannst du die Jacke allmählich mal ausziehen, weil sie auch zu warm wird. Hier auf Leute pfeife. Ja, 1932. Weil da sollte doch mal eine Bahnlinie hier sein, aber dafür ist es eigentlich zu steil. Es ist 10.08 Uhr. Wir sind auf 758 Meter und 4,83 Kilometer gelaufen. Das ist der Einstieg in den Weg. Also da, da, da. Letztes Mal bin ich geradeaus, weiter da oben hängt das nächste. Und da oben natürlich Misseral direkt. Fischbordell, ja. So, und wir gehen aber jetzt hier, dieses Mal gehen wir jetzt hier weiter. Ja gut, 5 Kilometer. 8.30 Uhr, ja, das kommt bei der Steigung, kommt das schon ganz gut hin alles. So, ich habe wieder kein wirkliches Kartenmaterial mit. Ja. Bin also heute auf die Ausflaggung angewiesen, beziehungsweise auf Handy. Ja. Wobei ich das letzte Mal gar nicht so schlimm fand. Ne? Handy nutzen ist, Handy-Navigation ist natürlich ein bisschen schwierig. Ein bisschen lästig, weil das muss man rausholen, entsperren, verbraucht viel Strom. Aber es ist so ein Abwägen. Ach, guck mal da. Ja, und das ist wie aus dem Seen, die jetzt über uns sind, vom Honeck kommt. Ich weiß nicht, ob da oben noch Schnee liegt. Ja, hier könnte man auch super gut ans Wasser kommen. Da, flaches Ufer, schön. So, ich mache die Kamera mal lieber aus, bevor ich mich hier noch auf die Fresse lege, weil ich am Balancieren bin. Ich
ich bleibe dabei, es ist schön hier. Markierungen sind allerdings genauso wie in die andere Richtung hier ziemlich wenige. Geil. So, eigentlich erwarte ich da hinten auf der anderen Seite irgendwo mal wieder eine Markierung. Könnte das da der Weg sein? Ich weiß es nicht. Ah, da oben ist wieder was. Aber es sind nicht unsere Markierungen. Ah, da ist wieder eine Brücke. Das ist wahrscheinlich, da ist doch auch wieder das. Ich komme vor wie Winnetou. Spuren lesen. Halt die jedes Mal. Kommen wir denn jetzt da an die Brücke? Es ist 11 Uhr. Wir sind auf jetzt 623 Meter und es hat sich so richtig eingeregnet. So,
Hier ist noch mal wieder eine Brücke, wie wir sie schon ein paar Mal jetzt hatten. Mit einem kleinen Wasserfall, okay. So. Ich bin aktueller Sachstand knatschig. Der Weg ist kein, ja, sicherlich irgendwie schön. Europa hat unterschiedliche Gesichter. Ja, aber es ist doch mehr ein Balancieren von Stein zu Stein. Markierungen habe ich irgendwie 3 oder 4 Stück bisher gesehen. In einer ganzen Stunde. Teilweise war ich mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch richtig war. Handyempfang ist bescheiden. Ja, und dazu kommt, es regnet und regnet und regnet. So, und es fing ja an zu regnen, als ich um 8.30 Uhr aus dem Zug ausgestiegen bin. Jetzt ist es 11 Uhr. Und so allmählich nässt auch Gore-Tex durch. Wobei, dann muss man sich jetzt so langsam aber sicher überlegen, Gore-Tex auszuziehen und dann wird man eben nass. Ja, und so sieht das jetzt schon eine ganze Weile hier aus. Ich habe auch so den Eindruck, dass ich irgendwie in die Irre laufe und irgendwie was falsch mache. Wie gesagt, nur 2 Markierungen, weil ich meine nämlich, dass der Weg oben auf dem Hügel lang läuft und nicht hier unten. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich habe kein Kartenmaterial mit Abenteuer. So, völlig falsch sind wir definitiv nicht, weil ich habe so den Eindruck, dass ich da oben hochgelaufen bin gerade eben. Und dass ich jetzt eigentlich nur auf der anderen Bachseite wieder zurücklaufe. Wissen tue ich es ehrlich gesagt nicht im Moment. Ach. Ja, hatte ich gesagt, die Franzosen können das mit dem Aufschlagen besser als die Deutschen? Ja, muss ich wohl doch revidieren. Aber es war in die andere Richtung ja das gleiche Theater. So, auf alle Fälle ist mir allmählich, ich bin auch deswegen, wie gesagt, auch wegen dem, so schön wie der Regen ja ist, wir brauchen ihn für die Landwirtschaft, wir brauchen ihn als Trinkwasser und so weiter. Ne? Aber trotzdem führt das natürlich nicht zu einer Steigerung meiner Laune. So, jeder Tritt, du musst jeden Tritt nach Halt suchen. Von da bin ich gerade gekommen. Ich dachte ja, ich sei verkehrt irgendwo. Da ist der Bach, wo wir die ganze Zeit dran rumlaufen. Aber da, guck mal da oben. Wir sind richtig. Da, die R5. So. Nach Misserei. Und dann nach Mittlach, Herrenberg. Ja. Und schon geht es wieder am Berg rauf. Dann ist das eventuell der Weg, der vom Campingplatz kommt. Kann das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Müssen wir uns auf der Karte angucken. Vielleicht noch interessant, 554 Meter. Es ist jetzt 11.40 Uhr, 11.45 Uhr. Wir haben 7,8, also gute 8 Kilometer gelaufen.
Und ja, ich weiß nicht, ob ich kotzen soll. Also, gekommen bin ich von da. Also im Prinzip da oben an dem Bach lang. So. Und wenn ich, wie ich schon gesagt hätte, von Mittlach direkt hierher, dann wäre ich von da gekommen. Oh. So, jetzt ist hier schon wieder ein Volksauflauf. Das habe ich hier gerade bei Wellmarke Trails, hier unten tun es die Handys ja, habe ich das gerade gesehen. Der Rucksack ist mehr oder weniger vollkommen durchnässt. Ich hätte die Regenhülle. Warum schleppe ich die Regenhülle eigentlich mit? Die Regenjacke, wie gesagt, YouTube, da gibt es ja diverse Videos zu, warum, wenn auch Gore-Tex dich im Regen stehen lässt. Natürlich, die siffen durch, ja. Das würde dann aber auch wieder heißen, im nassen Schlafsack schlafen. So, ich werde jetzt gleich trotzdem aber, glaube ich, mal die Regenhülle rausnehmen. Das hat so keinen Zweck. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen sitzen und mal wieder zu mir kommen. Ah, trocknen tut sowieso nichts bei dem Wetter, von daher. Aber es muss vielleicht nicht noch nasser werden, als es ohnehin schon ist. Regenjacke, hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, lohnt irgendwie nicht, weil... sie hat immer wieder gute Dienste geleistet, aber du wirst ja von vorne nur ein bisschen nass und nicht wirklich von hinten, weil da hast du ja einen Rucksack. Nee. Oder? Naja. Da geht's gleich weiter. Ja, und ich stehe hier unter diesen Schildern. Col du Herrenberge La Crete. Ich weiß nicht, wo ich gerade im Stehen geblieben war, aber gerade nachdem ich einen Regenschutz, Moment, einen Regenschutz hinten drüber hatte, Taschenofen an, hörte es auf zu regnen. So, und jetzt, ihr ahnt schon, warum ich hier wieder die Kamera raushole. Ja, wie ich das liebe. Ich sehe aber auch noch keinen wirklichen Weg drumrum, oder? Sieht das da? Nee. Nee. Gut. So. Ja. Ich hätte gerade auch noch einen Fehler, als ich da Pause gemacht habe, sofort Kamera und so weiter wieder zumindest an die Powerbank hätte anschließen sollen. So, schauen wir mal. Ah, da war doch schon einer mit der Motorsäge unterwegs. Bin ich denn der Erste, der hier lang stiefelt? Ich sehe noch so überhaupt keinen ausgetretenen Pfad. Also, ich bin ja kein Förster. Ist das wirklich so ein frischer Einschlag? So. Ah, da Landschaft. Da geht auch irgendwie eine Straße hoch. Naja. Ja. Ah, ich weiß nicht. Ja, der Taschenofen, da tut es noch nicht so richtig. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. 13 Uhr und es geht im Prinzip seit Mittlach
kontinuierlich in Serpentinen diesen Berg rauf. Mittlach ist irgendwo da unten, gar nicht so weit weg, Luftlinie. Und höhenmäßig auch nur. So, wir sind auf 713 Meter. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich komme von da unten. Man sieht ja aber auch Holzeinschlag. Und auch dort Holz, Holz, Holz. Und da oben hängt ein Schild, was allerdings nicht für uns ist, was anzeigt, dass es da weiter hoch ging. Jetzt habe ich hier oben wohl Handyempfang. Und alles, was ich so mit Google sehen kann, würde ich jetzt intuitiv sagen, hier geht es geradeaus weiter. Sicher bin ich mir im Moment nicht. Weil zumindest bei Wellmacher Trails jetzt keine weitere Abbiegung erstmal eingezeichnet ist. Es ist 14 Uhr. Wir sind auf 941 Meter Höhe. Von dort hätte ich kommen müssen. Da oben hängen nämlich die Schilder. Aber gekommen bin ich nämlich von da. Und jetzt geht's gleich wahrscheinlich da auch weiter. So, und hier auf der Bank steht nämlich auch da alt 943 ONF 10 2008, ja, und so jetzt nach einer guten Stunde, ja, um 12 bin ich hier unten da irgendwo los, habe ich den Taschenofen angemacht, so allmählich fängt er an, dass man auch ein bisschen was merkt an Wärme. So, jetzt weiß ich noch nicht mit dem Blick nach oben. Ich habe ja jetzt die Rucksackhülle drüber und seitdem ich sie drüber habe, regnet es ja nicht mehr. Ja. Es ist 15 Uhr. Von da bin ich gekommen. Wir sind jetzt auf 1098 Meter. Und ja, wir schwenken erstmal. Da geht es jetzt gleich weiter. Ja, so. Aktuell sieht es wieder so aus, der ganze Optimismus verfliegt im Moment, wenn ich sehe, wann es dunkel wird und das auch um 17 Uhr noch wieder anfangen soll zu regnen. Und wie sehr das jetzt hier seit Stunden eigentlich immer nur den Berg hoch geht, was natürlich auch bremst. Es macht Spaß, ja, aber es bremst natürlich auch die Kilometer. Ich laufe mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von irgendwie 2 km/h. So, bisher ging ich ja davon aus, optimistisch wie ich gestartet bin, dass ich eventuell heute noch einen Großteil schaffe, morgen noch ein bisschen, ja, und dann den Tag habe, um wieder Kraft zu holen. Und jetzt sieht es wohl so aus, dass ich wohl 2 volle Tage wenigstens brauche. Wenigstens. Meter. Von da bin ich jetzt gerade gekommen. Und ja, ich finde es halt schon irgendwie mal faszinierend, hier oben so eine Heidelandschaft zu finden. Hier steht auch noch ein Pfeiler. Ich nehme mal an, das soll heißen, von da kommend da weiter, weil da hinten, das sieht auch wieder so aus, als wenn da ein Schild im Baum hängt. Hier weht eine steife Brise hier oben und die letzten, seit 15 Uhr sieht man auch ab und zu mal wieder so Schneefelder. Da oben sieht man noch Schnee und hier stehe ich in so einer, aber Wasser ohne Ende,
überall Wasser. So, und dann komme ich hier hin und sehe hier Source du Wiedenbach Runz. Die steht auch in den Karten drin. Das ist, muss irgendeine besondere Quelle sein, sowas wie Lourdes oder so. Keine Ahnung, was hier genau. Für ein Wasser fließt. Aber wenn ich den Schnee sehe, ja. So. Stehe ich hier und jetzt muss mir mal einer sagen, wo der Weg lang geht. Ich würde es wohl irgendwo da oben vermuten. So, also nicht hier, auch wenn man da Spuren irgendwie sieht, aber die Gefahr da abzurutschen, darum würde ich eher versuchen, jetzt an den Zaun da zu kommen und am Zaun irgendwie zu laufen. Anders weiß ich nicht. So, wenn ich die Kamera schon mal anhabe. Ja, so, wir sind auf 1185 Meter. So, hier sind wir am Kohldu-Herrenberg. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist da oben die Afri-Hütte, weil hier steht dran Refuge Wildenstein. Das weiß ich jetzt nicht, auch parallel. So, und wir wollen aber hier schließen Hahn und Markstein. Markstein, 2 Stunden. Wow, wie hoch sind wir denn hier? 1191. 16 Uhr. Markstein 17:01. Es ist einfach noch zu früh, um dieses Abri zu gehen. Vor allen Dingen, wenn ich das da oben allerdings mit den Wolken sehe. Weil wir gestern auch gefährliche Gewitter hatten. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist, den ich hier jetzt gerade mache. Uhr. Ich bin da gekommen. Der Baum hier ist ja irgendwie umgefallen. Sondern als ich hier drum rum wollte, bin ich hier durch die Schneedecke gerade eben eingebrochen. Ihr könnt mich jetzt hier wahrscheinlich gar nicht drin sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Taschenlampe mit dem Handy... Ach, ist auch egal. So, ich sitze hier gerade in so einer Hütte, die ich hier gerade irgendwo gefunden habe. Die war schon verriegelt, aber nicht verschlossen. Ich werde ja auch nichts kaputt machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es jetzt weitergeht im Moment. Kilometertechnisch hänge ich hinterher. Ich habe kein Netz, dass ich irgendwie nachgucken könnte, wo ich jetzt hier bin. Also ich habe noch ungefähre Vorstellung. Ich weiß, dass ich mich mit diesem Refugium ja auseinandergesetzt habe. Und ich bin ernsthaft am Überlegen, weil es nämlich auch 17.50 Uhr ist und es noch 40 Minuten bis Sonnenuntergang sind, ob das nicht das Beste ist, hier zu bleiben. Ich habe mich jetzt doch gegen diesen Schuppen entschieden. Die Türen sind nur von draußen. Ich habe noch eine Stunde Licht ungefähr, wo ich noch ein bisschen was machen kann, auch wenn es widrige Verhältnisse sind. Aber die Türen sind halt nur von draußen zu verschließen. Das Risiko ist mir trotz alledem ein bisschen zu hoch. Hier ist ja auch eine Straße in der Nähe. Das sieht irgendeiner. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich es bereuen.